Ja. Oder hast du etwa weggedrückt? Ich habe gar nicht gedrückt, weil ich den Chat gelesen habe. Ach so. Ich war von Ali, von Buke und von Kai abgelenkt. Was haben sie getan? Sie wollten jemanden nehmen. Wen wollten sie nehmen? Das dürfen sie sich jetzt aussuchen. Also ich nehme gerne eine Kugel Eis. Boah. So, du darfst wieder Geschenke aussuchen. Yay! Was nimmst du? Ich behalte meine Blume. Und dann nehme ich Kitty. McKinston. Mhm. Also ich habe irgendwie mehr Glück mit den Toadhäusern. Ja. Dafür bist du besser an der Slot-Maschine. So, dann Welt 3, The Boss. Ist Sturm auf Bowsers Kugelwilli Express. Oh. Sorry, ich wollte dir nicht auf den Fuß treten. Ich glaube, da kommt auch die Erinnerung langsam zurück. Oh, wie cool! Ja, stimmt, der Zug, ja. Sieht voll stylisch aus. Mhm. Stern! Moment. Nein! Okay. Oh, Hilfe! Bleib bei meinem. Oh no! Die Kitty-Kugel-Willis. Hilfe. Das war der zweite. Okay, alles gut. Die haben Homing, oder? Ja, aber die können nicht höher. Die bleiben auf ihrer Ebene. Mein Katzenkostüm, aber ich kann dafür alles zerstören. Achtung, da kommt ein Monster. Sorry, dass ich hier durch muss? Okay. Hier rein? Oder ist da noch was? Naja, ah, da bin ich nicht zum Wehren. Weiß nicht. Geh da rein! Ich bin an der Kante hängen geblieben. Yikes. Aber ich sehe, du bist auch irgendwo hängen geblieben. Ich bin runtergefallen und also hängen geblieben und runtergefallen. Okay. Deswegen habe ich dann auf dich vertraut und du bist leider auch genau dann hängen geblieben. Ja. Ich habe halt zweimal vergessen, dass ich meine Katze verloren habe durch den Megapilz. Hm. Oh! So, Hilfe! Hilfe! Die sind schon aggressiv. Ja. Okay. Ich bin umgetreten. Aber gehen wir jetzt erst in die Röhre oder erst weiter? In die Röhre, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Du warst geschubst. Und? Nein. Darf man dann irgendwo hinten? Ja. Dass da geradeaus halt nichts mehr war. Oh, das war irgendwas. Hi! Gib mal schneller! Wir müssen weiter! Oh shit! Man hätte reingehen können? Weiß nicht. Für den Stempel? Nee, der ist da unten bei dem Ding bestimmt. Aua. Ja, mit dem Stempel. Dann haben wir alles. Okay. Hier gibt's schon einige Verstecke. Das ist das Ninja Girl. Oh nein. Ja. Richtig stereotypisch mit Glitzer und allem. Da ist die. Woran erkennt man die? Die ist viel intensiver von den Farben. Ah ja, ich seh's. Easy. Schon? Und vor allem sind die sehr viel schneller als ihr männlicher Counterpart. I'm a Ninja Girl in a Ninja World. Made with Glitzer. Call me Spitzer. Das ist besser, ja. Pizza ist immer gut. Haben Sie überhaupt verstanden über deinem Gesang? Weiß nicht. Ja, also langsam habe ich auch das Timing raus, um einfach ganz normal von dem Ding abzuspringen und dahin zu kommen.
Echt, bei den anderen war der weiß? Gar nicht drauf geachtet. Weil der Reim war schon gut, ne? Live in Glitzer, I want a pizza. Ja. War schon. Jetzt so eine Pizza, ne? Pizza geht immer. Sollten mal wieder Pizza essen. So selten essen wir jetzt keine Pizza. Was hast du gesungen? Call me Spitzer. Spitzer oder Spritzer? Spitzer. Warum? Ich weiß nicht, mir fiel nichts auf Glitzer ein. Oh, Pizza. Was ist bei dir spitz? Willst du das wissen um die Uhrzeit? You okay? Roberta, bau uns einen Weg! Warum weinst du? Don't cry! Weil du ein böser Spitzbube bist. Der Spitzbube, hm? Huh? Ich hab's von dir gekillt. Oh no, der von Zischel, ich erinnere mich. Wer war das nochmal? Die Schlange mit den Top, mit den Tellern auf ja, dem Kopf. Ja, ich erinnere mich. Na gut, hier ist auch nur ein Stern. Ist da noch was? Oh, nice. Stimmt, man konnte glaube ich an den Hof klettern. Mhm. Aber es sieht sehr cool aus im Hintergrund. Ich erinnere mich, dass man doch später auch mal einen Challenge machen muss. Das ist ein Boss Rush am Ende. Ja! Scheiße, Mann! Die Erinnerungen! Irgendwo in der Luft. Gab es noch mal einen weiblich später? Ja. Ah da. Oh, da kann man nicht hoch. Und was sehen. Nein, wie er weint! Nice. Ah, die mit dem. Egal, irgendwie getroffen. Okay. Die ohne Teller nicht nehmen. Wir könnten auch ohne Stern gehen. Bitte nehmen Sie mit. Au! Was? Passiert? Ah, ich habe einen Pickel hier auf der zwischen so hier an der Seite der Nase. Nein. Und ich wollte mich gerade kratzen. Nein. Und habe genau den Punkt erwischt. I feel you. Ah! Holy, das tat für einen Moment echt weh. Ja. Wir alle kennen diesen Schmerz. Ich weiß, was mir letztens übrigens passiert ist. Das ist ganz vergessen. Ich wollte was in der Apotheke oben von den Schränken holen und mir ist halt eine Sache aus der Hand gerutscht, weil das mehrere übereinander waren. Ja. Und der ist dann mit der Kante natürlich genau auf den Pickel immer gefallen. Shadow Moon, danke für 37 Monate Treue. Super geil von dir. Ich habe manchmal Pickel auf der Stirn, wenn ich dann meinen Pony kämme und dann so. Wir kennen das alle. Vor allem, ich wusste bis zu dem Punkt nicht, dass ich den Pickel habe, weil ich ihn nicht gemerkt habe. Dann fliegt es mir direkt da drauf. Ich so, ah! Guck in den Spiegel. Wo kommt der Pickel her? Du hast den Vorteil, wenn du Pickel kriegst, meistens unter deinem Bart, wo es eh keiner sieht. Ja. Bei mir klappt das nicht. Ich, du hast auch keinen Bart. Nee. Ich könnte mir meine Haare so durchs Gesicht kleben. Da wird man meine Lampen. Ja. So. Hallo. Da ist. Such den Namen aus für sie. Orange Beatrix von Egelsheim. Okay. Orange Beatrix von Egelsheim. Oh. Erstmal eine Aufnahme speichern. Boah. Sieht gut aus bisher. Ja. Alles. Danke. Du meintest mich gar nicht.
Du siehst auch immer gut aus. Irgendwie kann ich dir das nicht so ganz glauben, wenn du mich so creepy anguckst. Okay. Hilfe. Ah, der Luigi da rechts. Stimmt. Kann ich? Nee, kann ich nicht zeigen. Aber da rechts, hinter, rechts vom Toadhaus. Ja. Krabbelei im Canyon. Wo sind wir eigentlich schon in Welt 4? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist gar nicht übertrieben mit, wir ballern das jetzt am Wochenende durch. Wobei ich weiß, dass es nach Bowser noch super viele Bonuswelten gab. Ja. Aber... Das, ich erinnere mich an diesen Part, den habe ich das große Krabbeln genannt. Das weiß ich noch. Cutsy-Time. Vielleicht sollte ich noch eine zweite, ja. Wunderschön. Wunderschön. Von uns beiden. Ein Herz und eine Seele. Ich lerne das auch nicht. Das kommt jetzt weiter. Ja. Ja, aber ich glaube echt, jetzt auch wirklich no joke, dass wir das Hauptspiel am Wochenende auf jeden Fall durchkriegen könnten. Ist da noch was? Hauptspiel ja, die Bonuswelten wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Wobei ich auch nicht mehr weiß, wie viele Welten es überhaupt gab. Ich hab irgendwie 8 im Kopf, aber... Meinst du echt so viel? Ich weiß es nicht mehr. Egal, werden wir feststellen. Ja. So geht's auch. Meins? Nice. Man kann echt weit gucken. Ich finde das auch schön, wie die Kamera so ein bisschen verwaschen ist, als wenn es halt wirklich heiß wäre. Mhm. Da ist noch einer. Mhm. Und da hinten geht's weiter. Okay. Oh, Luigi! Stimmt! Der lurkt hier! Wenn man die Augen kaputt macht. Wo war eigentlich die Krone hier? Also mehr Punkte? Ja, du kriegst am Ende nochmal 5000 Punkte! Schmerzen hinzugefügt. Hier rein? Ja. Hopp! Na, guck mal. Ich überlasse es mal dir. Einfach hochklettern oder so. Achso. Ali, du glaubst gar nicht, wie viele Part-Titel ich vermutlich recycelt habe, gerade wenn es nur so Erkundungsparts waren. Oder so Sachen wie das Abenteuer beginnt, das große Finale. Feuer und Eis. Spaß am Strand. Garantiert mehr als genug. Lass mal aufmachen. Da ist da irgendwas drin. Wie du dich töten wollte! Den will ich nicht, den Pilz. Aber ist der dann nicht einfach nur Punkte? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der dann einzelne Dinger da untersetzt. Muss ich das so tun? You can try. You can also die. Das war nicht ernst gemeint! Ja. I'm dead. I try not to be dead. Aber du kannst gerne wiederkommen. Oh, nimm mal. Unten war noch was. Ja, Fall. Ich wollte aber erstmal landen. Wow! Geld! Money, money, money. Ich will mal mit dir Mama Mia irgendwann gucken. Können wir gerne machen. Ah, okay. Haben wir den? Was? Mama Mia? Meine Mutter hat den. Aber dann muss ich meine Mutter mal wieder sehen. Das ist schon ewig her. Oh nein, es hat gut geklappt mit dem Spinnen. Das stimmt. Rocco, danke für 21 Monate Treue. Super geil von dir. Ich hab den bestimmt aber schon. Haben wir die das letzte Mal gesehen? Anfang Oktober. Yikes. Dafür, dass ich meine Eltern normalerweise alle 2 Wochen sehe, ist das schon sehr yikes. Ja. Wenn, du musst dich mal vorstellen, das ist so weit, dass sich meine Mutter, die ist auch nicht mehr die Jüngste, Discord installiert hat und darüber mit mir kommuniziert regelmäßig. In solchen Zeiten leben wir. Mhm. Wir müssen den Digimon-Film noch gucken von letztens. Mhm. Wenn wir mal wieder Zeit haben. Der Sumpf der Kriechpiranias. Ich erinnere mich daran. Da musste man, glaube ich, alle kaputt machen, oder? An irgendeiner Stelle ja. Oder alle Fackeln anzünden oder so. Das ist echt krass, wie sie teilweise. Oh, die Erinnerungen zurückkommen.
Also wenn wir wieder nicht den ganzen Abend damit verbringen, gewaltsam Brei in Meerschweinchen reinzustopfen, dann können wir bestimmt nochmal wieder einen Film gucken. Ja. Soll ich dir am Anfang auch noch kaputt machen gehen? Ich denke, ich bin tot. Einfach hier oben weiter. Sicher? Ich würde mich besser damit fühlen, wenn ich die auch kaputt machen würde. Okay. Du musst aber mitkommen. So. So. Okay. Kannst du einfach gerne alle kaputt hauen hier. Ja. Das sah gerade richtig stylisch aus mit deinem Seitwärtssalto und dann den Feuerball noch schießen. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Nein! I failed everyone. Zur Not einfach auf den Kopf springen. Okay. Und tschüss. Blub, blub, blub. Der Betrayal einfach. Hast du mich da reingeschubst? Ich glaube, wir sind. Moment. Ich glaube, wir sind dumm aneinander gelaufen. Ja, wir sind beide mehr oder weniger gleichzeitig gesprungen. Und da ich ein bisschen eher gesprungen bin. Mach du mal die Fahne, dann kriegst du wieder, bist wieder groß. Bin ich ja leider auf dir gelandet. Und das war sehr unglücklich. So, weg mit dir. Ich hol mir schon mal den Stern. Schon mal Nummer 2. No! Genau das gleiche nochmal. Mehr als einmal? Ja. Nein! Dahinter ist irgendwas. Jo. Na, wir haben auch noch Katzenglocke. So, Moment. Geh du oben lang, ich geh unten lang. Oh, Moment, ich bin jetzt nicht so weit. Runter scrollen. Und zurück. Lass mich nur einmal kurz hier hin. In der Hoffnung, dass hier vielleicht ein Power-Up drin ist. Wir haben ja noch Power-Ups. Beeil dich! Also anstatt einfach mal mit mir mitzukommen oder da oben zu warten. Oder sich ein Power-Up zu nehmen. Ich hab ja gewartet. So. Der Disrespect. Findest du? Ich weiß auch nicht, es ist nicht so nett, auf den Köpfen anderer Leute rumzuspringen. Was tut dir der Katze? Ja, ich geh jetzt nur so weiter. Zur Not nehme ich mir einfach ein Leben. Vertraue darauf, dass du alles tötest für mich. Sammel hinten mal. Wenn ich nicht drauf gehe. Nein! Oh, okay. Dann haben wir alles. Okay, dann war es ein anderes Level, wo du am Ende Fackeln anzünden musst. Mhm. Das gibt's ja auch sicher noch. Mehr als. Was? Ich bin tot. What happened? Hilf! Jetzt übrigens eine rumänische Schwester. Svevrnana? Nee, noch nicht. Nein, Moment. Hier geht der Schwung. Warum sterben wir eigentlich heute so oft? Und weil wir sterben immer nur, weil wir uns irgendwie dumm behindern oder irgendwie beide plötzlich tot sind? Mhm. Excellent. Was? Exit? Excellent. Ach so. Komm her. Alter. Die Sprünge waren ein bisschen zu hart für mich. Feels. Keine Ahnung. Svenja in dem einen Level, man. Was? In welchem? Wo du auch respawned bist und in den Abgrund gefallen bist. Don't die, don't die, don't die. Ich versuche mein Bestes.
Oh no! Moment, Moment! Nein! Ich war dumm! Ja, ich konnte auch nichts mehr retten. Also eigentlich war ich nicht dumm, aber ich irgendwie dachte, du springst dran und dann bist du nicht dran gesprungen. Da war plötzlich der Gegner dazwischen, also habe ich abgebremst. Warum hast du abgebremst? Wir müssen jetzt nochmal rein. Warum, Jan? Weil ich habe mich auf dich verlassen. Und plötzlich warst du nicht mehr da. Ja. Ich fühlte mich einsam, betrogen und verlassen an meiner Stange. Sie war kalt und traurig, so wie mein Herz. Bitte fühle es mit Liebe und springe an die Stange. Okay. Stange, schöne Stange. Welches Gesicht denn? Was habe ich denn für eins gemacht? Jan. Frag mich. Aber du fragst mich auch im Mario-Spielen immer, warum ich gestorben bin. Richtig doof. Das will ich auch fragen. Das weißt du, wie ich mich immer fühle, wenn ich dumm sterbe und du so, warum bist du gestorben? Und ich nur so, Anger Level Rising. Ich wollte auch mal fragen. Bitte werfen Sie mich nicht in den Tod. Willst du mir glauben, wenn ich dir sage, dass das absolut Absicht war? Ein bisschen vielleicht. Das war es nämlich. Als ob! Ja! Du wolltest mich wirklich töten? Ja! Was bist du für ein Scumbag? Ein Hübscher. Das will ich nicht bezweifeln, aber ja. Meine Krone ist da gerade weggeflogen mit Schwung. Deswegen hab ich's auch gelassen. Ob die Kamera sich auf den fokussiert, der gerade weiter ist? Bin ich gerade auch gestorben? Weiß ich nicht. Aber. Wow. Oh. Konnte nichts sehen, deswegen bin ich wieder gestorben. Ach so, das passiert mal. Oh mein Gott. Willst du bitte auf mich warten? Ich kann es versuchen. Dann würde ich halt auch nicht immer so dumm aussehen beim Spielen, weil ich andauernd. Safe! Sterbe. Ass. Oh yeah. So. Katze. Können wir gleich vorne nehmen, wenn wir den Gegner vorbei sind. Oder ich mache es in Stylish! Warum schwammelst du jetzt an deinem Pelikanhals darum? Ich mag mich nicht! Was sah ich? Was? Ich mag mich nicht? Schlag mich nicht! Ach so! Das sah halt sehr unvorteilhaft aus! Ich sehe nie unvorteilhaft aus. Choose one and discard the others. Nein! Ich mach dir die Tür auf und geh einfach selbst raus. Ist sie nicht festgefroren? Ja. Karumpelbande! Tut mir mein Oberschenkel weh. Ich weiß nicht wieso. Ja, Moment. Sagen, komm, einfach greifen. Warum? Ich hab auf dich geguckt. Achso. Das passiert mir auch, wenn ich jetzt auf dich gucke. Was zu schön. Als ob! Ich wollte gerade das Gleiche sagen! Ich war geblendet. Von meinem wunderschönen Lächeln. Das hat so schön geprägt. Kannst du mich bitte nicht ausziehen? Ich wollte in deinen Bauchnabel reinprickeln. Also. Jan. Ja. Doch, es sind Kinder anwesend. Echt? Ja.